from the planets. You understand it? Say the vibe at the second I walk in the room. Babe, you gotta Skype me, or FaceTime me. You already know I'm going digital. Send some Snapchats, yeah, I'm trying to catch that. Hearts beat cold up in the snow, trying to see the cars beat go up in the rows. Yeah, my heart beat cold up in the snow, and my heart bleed gold. You can see the rose, yeah, from my head to my toes. I don't really know where we gonna go, but just know we show up. Butter on a roll, I'm above it all, so you know they show love. Everywhere I go, I just want it all, so I roll it all up. On your college floor, you will know it all, this ain't on a roll up. What if I told you, bury me in the moon? Also Leute, ich bin so auf der D-Nix. Es geht schon alles los. Ich stehe jetzt ein bisschen abseits noch. Bin gespannt, was heute alles abgeht. Richtig viele Kontakte wahrscheinlich knüpfen. Ich habe gerade auch schon jemanden getroffen, den ich so aus Instagram kannte. Richtig witziger Zufall. Und ich freue mich vor allem auf die Leute, mit denen ich auf Bali war. Die werden heute sogar on stage speaken. Bin ich richtig gespannt, wie die sich machen werden. Schön, dich zu sehen, Mann. Damn. Damn it. Speaker. Speaker. Bist du aufgeregt? Ja, ja. Wir haben unseren Talk zweimal bisher geübt. Wir sitzen noch null und wir sind da komplett locker. Und alle anderen haben, glaube ich, 20 Mal ihren Talk geübt oder so, aber wir sind. Wir lassen es auf uns zukommen. Weil ihr einfach die Hälfte habt, das heißt. Genau. Dope. Babe, you gotta Skype me, FaceTime me. You already know I'm going digital, send some Snapchats, yeah, I'm trying to catch that. Hearts beat cold up in the snow, trying to see the cars beat go up in the rows. Yeah, my heart beat cold up in the snow, and my heart bleed gold. You can see the rose, yeah, from my head to my toes. I don't really know where we gonna go, but just know we show up. Butter on a roll, I'm above it all, so you know they show love. Everywhere I go, I just want it all, so I roll it all up. On your college floor, you will know it all, this ain't on a roll up. What if I told you, bury me in the moon? Then who would read what the fuck they just wrote on my tomb? I'm a kid from the planets, when will you understand it? Setting the vibe right the second I walk in a room. I'm just one thing to the next thing. Dollar signs when I'm texting. I feel good, I feel proud. Na Jungs, wie ist der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand sagt BOOM! Wir haben von ursprünglich 150 Coaches nur noch 49 übrig nach Tag 2. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das ist er. Der er ist real. Er ist fucking real. Er steigert deine Produktivität und Vitalität in nur 8 Wochen und du bist auch zum Healthy Hustler. Und Jules und ich sind dabei und rocken das Ding mit. Und ja, guck mal, was wir gerade gefunden haben. Da ist dieser Leo Eckel verewigt. No way. Mit seiner eigenen Quote. The meaning of life is whatever you want it to be. You give it the meaning. You create it. You being alive can become the meaning. Wow. In welchem Kapitel bist du? Schauen wir mal. Also wer Leo ist bei Nein sagen, Ernährung und das ist, Tools. Ja. Damn, Level 6. Ich bin Level 6 von 8. Das ist doch geil. Als Produktivitätsexperte, der Leo ja auch ist, er hat es verdient, ein Coach zu sein, auf jeden Fall. Ja. Verewigung ist safe. 150 Leute werden seine Quote lesen und dann mit dieser Quote in den Tag starten. Aber wenn der Block rausgeht, gibt es hier keine Quote. Ich bin mehr das Leben. So Leute, neuer Tag in Berlin und mich treffe ich erstmal mit Basti, der auch immer die Vlogs cuttet, zum Shooten am Alex. Deswegen habe ich für 8 Tage in Kroatien... This is how I wanna live. I aspire to give this less fucks. Video? Vor allem wichtig ist, wo strahlen. Ich habe mir Frank beigebracht. Strahlen. Was ist wohl als Theft? Ich war ja vor 30 Tagen. Ach. Geil, Mann. Also Leute, ich habe mir jetzt echt hier den Mund fusselig geredet, aber im Prinzip ist ganz einfach. Wenn du eine richtig geile Woche in Kroatien mit richtig geilen Leuten und mir haben willst, dann schreib mir einfach. So, geiler Shoot. Das Kroatien-Video habt ihr alle schon gesehen. Richtig, richtig geil geworden. Und jetzt treffe ich mich mit Paula Trubsen.
What's up, Paula? Was geht ab, Welt? Na? Alles gut. Easy. Nice. Easy. Berlin Vlog vom Start. Oh, nice. Cool. Yeah. Ja, ich freue mich, dass ich auf deinem Vlog sein darf. Yay! Yeah. Lass mal irgendwo in den Schatten gehen, weil ich bin nicht mit Sonnencreme eingeschmiert. Das ist mir gerade aufgefallen. Okay? Ja. Bist du damit einverstanden? Ultra, weil sonst bin ich... da so im Schatten? Ja, weil sonst bin ich ja ultrast. Verschwitzt. Speakst du auch? Ja. Dope. Speakt ihr auch alle? Nee, die anderen glaube ich nicht. Achso, und warum speakst du? Was speakst du? Wann speakst du? Hä? Aber der Witz ist, ich habe 4 Punkte Mathe-Abi geschafft, ohne zu lernen. Und fast alle aus meinem Jahrgang haben es verkackt, sogar mitzulernen. Und die richtig viele haben sogar 0 Punkte gemacht, obwohl sie gelernt haben. Das heißt, ich war mit den 4 Punkten sogar mega gut. Weil wir hatten ja... Gibt es eigentlich dieses Zentral-Abi noch oder ist es jetzt wieder geändert? Nee, das wird glaube ich immer mehr. Ah, okay. Also, ich glaube, die machen das halt so von Jahr zu Jahr so ein bisschen. Ganz zentraler? Ja. Ja, weil bei uns hat es nämlich gerade angefangen mit Zentral-Abi und am Anfang war es dann immer so, ein Jahr war es ultra schwer, im nächsten Jahr war es dann viel zu leicht und dann haben sie es im nächsten Jahr wieder viel zu schwer gemacht, bis sie dann irgendwann mal so eine Mitte gegeben haben. Und ich war halt gerade einer von diesen Jahrgängen, in denen dann Mathe durchweg irgendwie relativ scheiße war. Ja. Okay. Kennst du diese geilen Videos, wo das so fängst du unten an und dann so. Soll ich einfach meinen Werdegang der letzten 10 Wochen erzählen? Gerne. Easy. Also, ich habe selbst für mich entschieden, ich will Abiturcoach. Nicht werden, sondern sein. Ne? Sprache, geht die Resultate und so weiter. Das ist wichtig für den Vlog. Und hast du schon mal? Nee, das sieht scheiße aus, da muss ich nochmal hier nachdenken. Auf jeden Fall, es war vor ungefähr 3 Wochen. Mittwoch war das Abitur. Am Sonntag stand ich bei 250 YouTube-Abonnenten. Hatte am Dienstag dann bereits, also absolut in der Früh, bereits 600 YouTube-Abonnenten. Und habe dann wirklich an diesem Vortag, weil natürlich da die ganze Zeit, boah, ich kann doch irgendwie helfen. Da habe ich dann, also ich habe am Sonntag schon Video hochgeladen, so in 3 Tagen zur Topnote. Und dann, weil ich gemerkt habe, okay, die Nachfrage ist da, habe ich dann am Dienstag, eben am Vortag vom Mathe-Abi, noch mein Video rausgehauen, meine Top 5 Last-Minute-Tipps. Also im Prinzip genau das, was alle gesucht haben. Und dann bin ich wirklich an diesem Tag von, innerhalb von 40 Stunden eigentlich von 600 Abonnenten auf 1200. Ich war damit selbst so ein bisschen überfordert, so du legst so ein Video hoch und dann steht da so erstmal so 7,8k Views. Also allein das Feeling schon, ja, ich habe leider so viel Aufrufe, ich muss mit den Buchstaben abkürzen. Einfach nur mein persönlicher Ratschlag, was mich auch
mir neben Kassel in den letzten Wochen nochmal gezeigt hat, wenn du dich ganz klar positionierst und eine klare Zielgruppe hast, dir genau überlegst, welche Lösung möchtest du anbieten und dann von genau dieser Zielgruppe positive Rückmeldungen bekommst, dann steht dir nichts mehr im Weg. Danke. Leute, da soll noch mal einer sagen, Einsatz zahlt sich nicht aus. Geil, Leo. Mega, mega, mega gut. Danke für deine Insights, die du geshared hast. Bet you gotta Skype me, or FaceTime me. You already know I'm going digital, send some Snapchats. Yeah, I'm trying to catch that. Hearts beat cold up in the snow, trying to see.